liebe Spielzeugtester, hallo liebe Hanna. Wir sind Tilly und Lea vom Kanal Oh, oh Gott, diese Familie. Und wir sind total aufgeregt, denn wir haben heute die Ehre, euch die Pizza-Challenge stellen zu dürfen. Deine Aufgabe, liebe Hanna, und die von deiner Mama und deinem Papa ist es, eine Regenbogenpizza zu machen. Wie ihr dabei vorgeht und wie ihr sie dekoriert, ist eigentlich vollkommen egal. Hauptsache, man kann sie am Ende Regenbogenpizza nennen. Die Zutaten bleiben auch vollkommen euch überlassen und ob sie warm oder kalt ist, ist wurscht. Ja. Wir freuen uns ganz doll auf das Ergebnis und natürlich auf die Challenge, die ihr uns gestellt habt. Ja. Vielleicht sehen wir uns ja gleich auf unserem Kanal wieder und dann würde ich sagen, macht's gut, wir drücken euch ganz doll. Tschüss. Tschüss. Hallo bei den Spielzeugtestern. Heute machen wir die Challenge mit der Pizza. Yay. Wir haben auch extra noch nichts gegessen, ne? Weil das wird unser Mittagessen. Wir wurden ja getaggt von Oh Gott, diese Familie! Eine Regenbogenpizza zu machen. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem Teig an. Wir haben natürlich noch nie eine Regenbogenpizza gemacht. Habt ihr sowas schon mal gemacht? Wenn, dann könnt ihr ja mal Regenbogenpizza Challenge, wer das alles schafft, in die Kommentare schreiben. Und wer nicht schreiben kann, der macht ein Emoji. Was für eins? Mit einer Pizza und eine Pizza und man muss so... Und einen Regenbogen. Ja. Ein Regenbogen und eine Pizza, das ist eine gute Idee. Mhm. Und wir tun jetzt mal als erstes hier ein bisschen Mehl auf unsere... Ich muss mich so ein bisschen komisch hinstellen. Genau, greif einfach rein und mach so... Das ist voll weich. Das ist schön weich, ne? Vielleicht, genau, ruhig noch ein bisschen mehr. Nicht ganz... Nein. Mit einer Hand. Hase. Mit einer Hand. Oh. Und sanft. Das sieht aus wie eine Schnecke. Esst ihr auch so gerne Mehl? Ich habe als Kind immer total gerne Mehl gegessen. So, und jetzt reicht uns Papa mal den Teig. Der Teig kommt. Oh. So, und jetzt tun wir so, als wenn wir das richtig professionell können. Wie hast du jetzt schon Mehl im Gesicht? Ich gehe direkt mal zur Seite und lass das Papa machen. Und mir. Und du darfst nicht so viel essen, Hase. Nicht so viel essen. Nein, probieren muss ich auch mal. Aha, guck mal, wir haben... Für meine Kinder. Lass mich aber machen, Schatz. Wir hatten noch mal eine andere. So, pass auf. Es geht darum, wir müssen den ja dünner machen. Oder? Finde ich jetzt so auf die Stelle nicht. Wir wollen ja kein... Sind wir immer gut vorbereitet? Ja. Oh, bin ich überhaupt noch in der Kamera? Ja. Okay. Ich mach das Mehl ein bisschen drauf. Nee, kein Mehl mehr. Nee, nicht noch mehr Mehl, Schnucki. Schatzele. Okay. Nein. So. Nein. Ich gehe gerade aus dem Bild raus, sehe ich. So, wir formen jetzt mal unseren Teig hier zu Ende, legen das auf ein Backblech und dann sehen wir uns gleich wieder. Und ich esse den Teig. Nee. Du isst kein Mehl. Wir haben jetzt unseren Regenbogen fertig, so gut es geht. Wir hätten größeren Herd und größere Platte gebraucht. Mhm. Und jetzt kommt als erstes die Tomatensoße. Die verstreiche ich mal da drauf und dann kommt Hanna gleich mit ihrem Käse einmal hinterher. Und dann zeigen wir euch, was wir für bunte Farben haben. Oder willst du das schon mal sagen? Wir haben blau. Na, lila ist das so ein bisschen. Und was ist lila? Genau, wir haben rote Zwiebeln genommen. Ja, grüne Paprika, gelben Mais, orange Paprika und Tomaten, rote Tomaten. Genau, es wird nämlich Stückchen mögen wir nicht. Mögt ihr Stückchen in eurer Tomatensoße? Ich schon. Du schon? Das wird eine vegetarische Pizza, ne? Ja. Kein Fleisch, damit Mama auch mitessen kann. Ja. Soll ja auch nicht so trocken sein, ne? Ja. Schnucki? Was habe ich gerade vor dem Video gesagt? Käse! Hanna! Ich habe gerade noch vor dem Video gesagt, Kind, ess nicht so viel während des Videos. So. Genau. Jetzt überall Käse drauf. Damit nicht nachher alles runterrutscht. Ja. Weil obendrauf wollen wir natürlich keinen Käse machen, damit die Farben so ein bisschen bestehen bleiben. Oh mein Gott, den esse ich mal. Der ist lang. Der ist wirklich lang. Und guck mal, der fällt nicht runter.
runter. Ich bin ja gespannt, wie das nachher aussieht. Nachher? Und schaut unbedingt bei Oh Gott, diese Familie dann vorbei. Mhm. Ne? Weil die haben von uns nämlich auch eine Challenge bekommen. Und was das ist, da müsst ihr dann umschalten. Oder sagen wir das am Ende des Videos. Wollen wir das verraten? Mhm. Ja, wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, verraten wir das vielleicht. Mhm. So, ich glaube, das reicht, ne? Ja, und jetzt kommt die Zwiebel! Und wir versuchen, die so rumzulegen, dass wir auch mit der roten Seite nach oben arbeiten. Ja. Und nur am oberen Rand lang. Ja, das hier nicht. Ne, das schmeißt uns in den Topf wieder hier. Die sieht bestimmt roh noch toller aus, als nachher gebacken, könnte ich mir vorstellen, ne? Ja, den nicht. Das ist ja fast keine Farbe. Ja, müssen uns die besten Stücke raussuchen. Schön am Rand lang bleiben. Hase, du kommst nach innen, siehst du das? Du musst weiter nach da. Nach außen. Ich würde sagen, isst du Zwiebeln, aber... Nee, ich glaube, sie findet hier noch Käse, ne? Nee, ich habe aus Versehen eine Zwiebel im Mund genommen. Und wie war sie? Ja! So. Dann gib die Zwiebeln rüber, dass die wegkommen. Das geht. So, und jetzt kommt als nächstes grüne Paprika. Ja. Und dann sollten wir vielleicht einmal mit den Tomaten hier unten weitermachen, damit wir wissen, wie viel Platz wir in der Mitte haben. Damit das Beste dahin kommt. Hey! So, und jetzt würde ich sagen, nehmen wir die Tomaten. Spur lang. So, eine noch, die letzte. Das ist die. Oh, passt, genau. So, was möchtest du, Mais oder Paprika? Paprika. Gut, du musst um die Tomate rum und ich unter die grüne Paprika. Kann ruhig jetzt ein bisschen breiter. Schön sieht das aus, ne? Mhm. Wir müssen gleich mal ein Foto machen. Musst du nicht so genau legen, Hannah. Einfach drauf. So, wollen wir noch ein bisschen mehr Gelb oder noch ein bisschen mehr Orange? Gelb. Wow. Danke. Das sieht aus wie ein Salat. Ja. Pizza. Ich drehe die Pizza mal um zu euch. Alles, was bei mir ist, habe ich jetzt. Tada! Also ich muss sagen, so sieht sie ja schon mal echt klasse aus. Jetzt kommst du in den Backofen. Mm. Und das ist gut, die Pizza geworden. Also jetzt sieht sie richtig gut aus. Ich hoffe, sie sieht gleich auch noch gut aus, wenn sie aus dem Backofen rauskommt. Das werdet ihr dann sehen, ne? Dran. Und dann... Nee. Und dann schneiden wir sie an und dann wird probiert, ne? Mhm. Unsere Pizza ist fertig. Ja. Was sagt ihr? Was sagst du? Gut. Sieht gut aus, ne? Ich habe sie vor ungefähr 3 Minuten rausgeholt, damit sie nur nicht mehr Zwiebeln ganz so heiß sind ist. Die richtig weich. Ja. Dann verlieren sie ihre Schärfe, weißt du, dann werden sie eher süßlich. So sieht sie aus. Ein bisschen bräunlich an einigen Stellen und wir schneiden sie jetzt mal an. So, warte. Bitte schön. Ich glaube, wir essen mit der Hand, ne? Hi. Und? Lecker. Nur ein bisschen zu hart geworden. Der Boden ist ein bisschen knusprig, aber ich finde das nicht weiter schlimm. Und du hast hier von hier bis hier, wisch mal ab ein bisschen. Okay. Das ist das, womit ich den Tisch abgewischt hatte. Also es war eine super Idee mit der Challenge, so haben wir nämlich heute unser Mittagessen gleich. Und wollen wir jetzt noch verraten, was, ja, oh Gott, diese Familie machen muss? Mhm. Was war unsere Challenge für die? Eine Batman-Pizza. Genau, die haben nämlich einen ganz süßen Hund, so einen schwarzen mit so ganz süßen Ohren. Ja, und der heißt Batman und den möchte ich gerne auf einer Pizza sehen. Genau, und wir sind super gespannt, was sie da draus gemacht haben. Mhm. Vielen Dank nochmal, dass wir dran teilnehmen durften an der coolen Challenge. Und wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss! Aber nicht das aus Hundeplätzchen machen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr 2 weitere Videos anschauen.